Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play GTA San Andreas. Und wir sind unterwegs mit unserer Freundin. Alles klar? Die hat ja auch ein sehr... Zum Küssen drücke Tab. Die hat ja auch einen sehr neutralen Gesichtsausdruck. Was macht die damit? Also ich... Ich bin ja nicht so begeistert, Freunde. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja wirklich... Los, komm, wir gehen essen. Club. Natürlich ist da das Rockstar-Zeichen auf der Scheißflasche. Natürlich. Sie scheint sich amüsiert zu haben. Sieht aber sehr müde aus. Das war's? This is so interesting. I'm just gonna listen. Was? Was? Das ist einfach so ein stranges Treffen. Ich kenne die einen Tag oder so. Ja. Wo muss ich überhaupt lang? Ich muss mal auf die Karte gucken. Die wohnt doch bei uns in der Nähe. Hier. Ja gut, wir fahren mal zurück. Das war ja ein voller Erfolg. So. Ja, nirgendwo ankratzen. Oh Gott, da ist schon eine fette Delle drin, oder? Oh, die Bullen. Huch. Naja, sie mag es ja gefährlich. Aber nicht meinen guten Lowrider. Ups. Ach Mann. So, Abkürzung. Was ist mit meinen Homeboys? Alter. So, der Stern ist weg. So. Sie will dich wiedersehen. Bald will sie nicht. Bald wird sie nicht mehr stehen können. Fortschritt bei Denise. Alles klar. Das war ja ein fetter Fortschritt. Müssen wir noch ein paar Mal mit der ausgehen und dann, sind wir Vater. So. Schnell aussteigen, das finde ich gut. Gleich mal speichern gehen. So, ich lasse jetzt das schwarze Tanktop erstmal an. Burning Desire können wir überschreiben. Ja, okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, was macht man jetzt? Wir haben jetzt Sweet oder OG oder Officer Tampani. Ne? Oder? War das nicht so? Ist das nicht so? Da ist Sweet. Da ist Tampani und da ist OG. Ja, zu wem fahren wir jetzt? Ich nehme mal eben kurz die Karre hier. Ich würde sagen, wir machen noch mit OG weiter. Yeah. Und dann muss ich mich mal auch irgendwann um die Graffitis kümmern. Alter, hier gibt es so viele Nebenmissionen in San Andreas. Hier gibt es so viele Sachen, die wir noch machen können. Uppala. Wuppdidu. Da stehen die scheiß Ballers wieder. Jo. Oh Mann, bist du mir schon wieder reingefahren. Junge! Zum Glück nicht meine Karre. Nur geliehen von meinem Bruder. Upsi, Alter. Stell euch mal vor, wir geben das so zurück. Ja, ist ein bisschen was schief gegangen. Es tut mir leid, aber ist ja nur ein Kratzer. Ist ja nicht so schlimm jetzt. Boom. Alter, ich habe schon 10 Millionen Ampeln umgefahren. So, bin ich ja gespannt, was der OG jetzt noch von uns will. Oh, das war knapp. Das war knapp. Oh Gott, die Oma.
Ich hab die Oma umgefahren. Ja, ich bin ein Arschloch. Fuck, hier komme ich nicht durch. Soll ich den Rest laufen? Kann ich mich hier? Ah, damn it! Fuck, ich komme da nicht durch. Oh, lass die Bullen da bitte. Schade, ich hätte gedacht, die Bullen fahren da rein oder so. Sorry, Sweet. So, mal gucken, was der OG jetzt von uns will. Management Issues. Hey, excuse me. Loaf around here? What? Who? You want friends with that? Loaf. Is he available for communication? Who? Loaf? Man. Oh, you mean Jeffrey. Yeah, our appliance technician called in sick, so Jeff, Loke, he got promoted. So? So? He's out back cleaning the fryer. Hey, what up, Loke? CJ, what's up, homie? Hey, my shit's so tight right now, it's about to bust. So you happy now, homie? Happy? Man, hell no. I can't take this shit much longer. Man, I'm an artist. I'd rather be inside. Man, I can't get a deal for nothing. Motherfuckers always want to keep a nigga down. And that CPO, Mad Dog's manager, is putting on me real heavy, man. He covering my style for real. Heavy? Man, he 5'3". But that fool's strong. Man, we gotta take him out. He done blackballed me, man. I can't get in the game no way. I told you, I'm an artist, a communicator, and nobody can even hear my message. He going around telling everybody I'm whack. Well, he obviously ain't heard your new shit. That shit is outrageous. That's what I'm talking about, man. Down with a frown, on a tail, a sad clown. All right, so what you want me to do? I want you to take that motherfucker out. Kill him? Well, I ain't mean, Dana. Listen, he gonna be attending some award ceremony. And that's the only time he leaves dog side. Einer der Fahrer von Mad Dogs Manager ist im Burgershot auf der anderen Seite der Stadt. Okay, wir sollen jetzt also den Manager... Wir haben jetzt Mad Dogs Rhyme geklaut. Jetzt klauen wir eben noch seinen Manager und bringen den um. Es ist eigentlich die wackeste Aktion überhaupt. Tut mir leid, ich habe kurz was gegessen. Hab heute noch nicht so viel gegessen, komme ja auch direkt von der Arbeit. Alter Ruckels hier. Muss alles geladen werden. Ja. Da bin ich ja mal gespannt, wie wir den aus dem Verkehr ziehen wollen. Also rechts rauspinken wahrscheinlich. Was steht da? Wegen aus dem Verkehr ziehen. Das war wahrscheinlich gar nicht doppeldeutig gemeint. Das war einfach wirklich nur, ja komm, halt den mal irgendwie an oder so. Wir wollen den mal necken. Oh, Telefon klingelt. What's up now, man? Good looking. I'm gonna see if I can catch up with. Da ist er doch schon. Beschädige das Auto, um den Fahrer zum Aussteigen zu zwingen. Okay. Bang! Steig in das Auto. Ach nix, ach nix. Tschüss. Das Auto ist beschädigt, sorge dafür, dass es... Ich habe meine Jungs umgefahren, dass es repariert wird. Okay. Ach ne, hier ist ja eine Werkstatt. Und hier ist ein Graffiti. Oh, ich habe die scheiß Dose nicht mit. Fuck. Ich habe die scheiß Dose nicht mit. Das hätte ich so schön übersprühen können. Verdammt. Ich krieg's gar nicht hin. Okay, triff dich vor 22 Uhr mit den anderen Fahrern. Beschädige das Auto nicht. Okay. Was? Wo ist das Fuck you, jetzt muss ich die Scheiße nochmal reparieren. Hm.
Vorsichtig, vorsichtig, bitte. Oh Gott! Fuck! Nein! Jetzt muss ich die Scheiße nochmal ran. Was kostet das jedes Mal? Was kostet mich das? Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Nee. Fuck, vor 22 Uhr, die Zeit läuft, Freunde. Ah, jetzt aber zackig. Muss ich echt aufpassen, Freunde. So. Ach, da ist es ja schon. Okay, ich muss mich da. Park das Auto in derselben Richtung wie die anderen Autos. Okay. Okay, vorne ist Mad Dog. Ach ne, da ist so ein Security Man. Congratulations on your award. You must be thrilled. Yeah. I like to thank my fans, my mama, and my dealer. Halte dich zwischen den mauligen Autos, bis du bei der Preisverleihung bist. Okay. Alles klar, das läuft. Das läuft. Oh Gott. Hallo, nicht das Auto kaputt machen. Oh! Damn it. Scheiße. Aber ich muss nicht reparieren. Sehr gut. Steht da ein Polizist? Ach so, ach krass, hier ist gesperrt, das ist ja... Alter, bist du mir jetzt reingefahren hinten? Halte das Auto hier an. Hey man, take me back to Dog's Mansion. Not today, asshole. Today, we taking the scenic route via the bottom of the ocean. Im Süden ist ein Pier, wo du das Auto versenken kannst. Okay, ihr Pisser, macht's gut. Oh Gott, sie sind hinter mir. Los. Versenke das Auto im Wasser. Pass auf, dass dich niemand sieht. Alles klar, wir müssen die abschütteln. Hier auf dem Tennisplatz. So, komm. Da kommt er nicht mehr raus. Ja, der quatscht mich jetzt voll. Der will mich überreden, dass ich ihn laufen lasse. Kann das nicht lesen gerade. Aber Loyalität, Freunde, habe ich im Blut. Deswegen helfen mir natürlich OG und da ist schon der Pier. Ab geht's! Oh, Freunde! Adieu! Macht's gut! Oh Gott, der springt nicht raus! Benutze die Bewegungsgruppe, um dich im Wasser zu bewegen. Was hast du links, um zu tauchen? Eieiei. Alter, es ist natürlich jetzt sehr dunkel. Das Auto sinkt da gerade auf den Meeresboden. Alter, man kann ja echt... Das ist echt eine dreckige Brühe. So, wir schwimmen mal zurück. Der ist nicht rausgesprungen. Ich habe auf R gedrückt, er ist nicht rausgesprungen. Verdammt, jetzt kann ich die Kacke zurücktauchen. Schwimmen. So. Aber das haben wir erlebt. Das haben wir erlebt. Das haben wir erledigt. OG ist jetzt immer noch am Start. Krass. Und wer ist da? N? Wer ist denn N? Da war doch irgendwas mit N. Oder? Das Wasser sieht aber schon echt cool aus. Sehr schick. So. Komm. Weiter geht's.
ist ein schöner Abend. Also, Nacht. Oh, was geht denn da ab? Der ist im Sand stecken geblieben. Alles klar. Die haben den wohl eingebuddelt, die Jungs. Stehen die scheiß Ballers. Ich glaube, die mache ich gleich noch fertig. So, jetzt endlich sind wir da. Schleichen wir uns an. Mitten in der Nacht. Und Headshot. Thanks for the money. Sehr schön. Haben wir wieder ein bisschen Kohle dazu bekommen. Und eine Uzi. Oh, was gibt's hier? Chili Hotdog. Nice. Gib mir mal einen. Ey. Hat hier gerade einer einen fahren lassen? Und hier... Blumen? Verarschst du mich? Können wir die der Freundin geben? Oh. Und dann drehen sie wieder um, die Feiglinge. Komm. Hey, juckt die das gar nicht, oder was? Kohle. Aber ich würde halt jetzt gern mal... Alles klar. Der Hotdog hat gefehlt. Muskeln aufgebaut. What? Und die Bullen drehen auch schon wieder durch. Ja gut, wir fahren erstmal nach Hause. Was sagt die Zeit? Hälfte haben wir rum. So. Alter, die haben ihre Jungs jetzt geholt. Zack, Alter, wie viele Ballers ich schon umgefahren habe. Ich lasse das Zeug jetzt mal liegen. Das ist, glaube ich, Rage Against the Machine. Ich muss mir mal wieder einen Marker setzen. So, hier wohnen wir. Und weiter geht's. Oh, Alter, warum fahren die jedes Mal biegen die genau vor mir ab einfach. Das ist aber auch bescheuert, die blinken nicht mal. Einfach rüberziehen, natürlich. Oh. Abkürzung. Ist aber schon geil, die Wolken sehen echt nice aus, so früh am Morgen. So, ich gehe dann gleich mal die Spraydose einsammeln. So, Achtung. Sprung! Ist vielleicht dabei irgendjemand einen Zaun kaputt gefahren? Na egal. Ich gehe gleich mal die Graffiti-Dose einsammeln, weil, wenn ich wieder mal ein Graffiti sehe, dass ich das gleich übersprühen kann. So, speichern. Auf, machen wir mal hier, Mad Dogs Rhymes, ja. Graffiti-Dose. Kamera und, hallo, jetzt. Sehr schön. Ich frage mich ja echt, ob wir die Blumen der Dings hier geben können, unserer Freundin. So. Jetzt fahren wir entweder zu OG oder zu Sweet oder zu den Bullen. Ich würde sagen, wir fahren mal eben schnell, wir haben die Zeit noch. Wir fahren mal eben schnell zu Sweet. Weil der hat ja schon davon gesprochen, dass es ein bisschen schnell passieren soll, oder? Fahre ich mal hier langsam rüber, dass die Karre sich nicht wieder Fortschritt bei den Nies? Was? Alter, die muss mir doch mal ein, zwei Tage Ruhe gönnen. Ich muss Gangster-Sachen erledigen. Hallo. Oh, es fühlt sich an, als müsste ich gleich niesen, Freunde. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ja.
Alter, die Nase kribbelt. Ah, eklig. Tür zu. So. Gucken, was hier abgeht. Ah ja, wir müssen ja erstmal zur Ammunition. Ein paar Waffen holen und wir haben ja jetzt Dobermann. Doberman, das ist die Mission. Das ist Ammunition. Hier kannst du Waffen und so einen Scheiß kaufen. Ja, wissen wir doch. Das ist der Glen Park. Ballersgebiet. Du musst die feindlichen Gangs ausschalten, um dieses Gebiet zu erobern. Okay. Na dann, wollen wir uns mal... Du sollst Glen Park Borders Gebiet erobern. Geh in Ammunition, falls du eine Waffe brauchst. Ja, die brauche ich unbedingt, Freunde. Mal gucken. Was ist der gute Mann da? Ist eine neue Waffe erhältlich? Cool. Pistolen, Mikro-SMGs, Schrotflinten, Waffen, Schutzweste, SMG. Erstmal Pistolen. Ja, nee, 9mm habe ich. Mikro-SMGs, Tech 9. Gönnen wir uns mal. Wir gönnen uns mal die Tech 9. Wir haben genug Kohle, Freunde. Ich gebe mal ein bisschen was aus. Okay, natürlich. Natürlich nicht von hier. Die Frage ist nur, wenn wir verhaftet werden, dann ist das halt weg. So, Mikro-SMG. Ja, brauche ich erstmal nicht. Wir haben genug hier erstmal. Schrotflinten, das wäre noch geil. Abgesägte Schrotflinte, ja, komm. Gönnen wir uns mal ein bisschen mit ein paar Schuss. So, das reicht erstmal. Wir decken uns jetzt richtig ein, Freunde. Wir werden später sowieso noch Kohle verdienen. Abgesägte Schrotflinte und normale Schrotflinte brauche ich erstmal nicht, die normale. Schutzweste nehme ich auf jeden Fall mit. Kugelsichere Weste. Her damit. Vielen Dank. Können wir ja, glaube ich, nur eine mitnehmen. Also, noch eine brauche ich nicht kaufen. Wurfwaffen, was ist das? Granaten, brauche ich jetzt nicht. SMG. 2000. Die sieht natürlich geil aus. Nehmen wir mal mit. Mit ein paar Schuss. So, und ich würde sagen, jetzt haben wir, glaube ich, genug ausgegeben. Ein paar tausend Dollarchen. Firma sagt danke. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Alles klar, jetzt haben wir ein paar Wäffchen. Jetzt bloß nicht verhaften lassen, Freunde. Bloß nicht verhaften lassen. Jeder Bulle wird eiskalt abgeknallt. Okay, dann gehen wir jetzt mal ein Ganggebiet einnehmen, Freunde. Gibt das die Zeit denn noch her? Ja, es gibt die Zeit noch her. Das Borders-Gebiet wird auf dem Radar violett dargestellt. Die Radarmarkierung zeigt das Gebiet an, das es anzugreifen gilt. Die Markierung verschwindet erst, wenn das Gebiet in eurer Hand ist. Okay. Dann werden wir das Lila mal in Grün transformieren. Greife feindliche Gangmitglieder an, während du zu Fuß unterwegs bist. Okay, zu Fuß. Alles klar, ich positioniere mich nur mal im Park. The Ghetto. Ich würde sagen, wir stellen mal hier den Durchgang zu, dass ich von der Seite, falls ich mal flüchten muss, nicht angegriffen werden kann. So, wir stellen die Karre hier davor. Ich will nochmal ganz kurz was gucken. Da ist so ein Schatten, das heißt, ich glaube, da ist keine neue Textur drauf. So, haben wir denn hier irgendwo bestimmt... Da sehe ich ein Graffiti und da ist eine... Muschel? Austern, 1 von 50. Alter. Was kann man denn noch alles bitte sammeln? Erstmal das Graffiti vernichten. Pfui! Etwa so klar. 8 von 10. Die Bullen haben es nicht mal gesehen. So kann ich den Stern vielleicht abwarten. Aber ich meine, wenn ich... Oh! Ups! Das war's dann wohl. Und wen haben wir denn da? Oh, look, a gun. Ah, you so kind. Komm her, brauchst deine Jungs gar nicht erst holen. Ja, renn mal zurück.
Ich muss sie ja im Gebiet angreifen. Da stehen sie schon, die Penner. Zack. So, jetzt kümmern wir uns die um die hier mal. That's cool. So. Okay, es leuchtet rot, das heißt, ich glaube, hier gibt es gleich richtig Action. Da sind die Jungs. Ich will nur mal eben kurz gucken, meine Karre steht noch, dass ich mich ein bisschen hier positioniere. Jetzt gibt's richtig Ärger, Freunde. So, ein Scharfschützengewehr wäre auch geil. So. Kommen die mit ihren Baseballschlägern an? Ich glaub's ja nicht. Du kommst doch nicht mit dem Messer zu einer Schießerei, Alter. Drücke Tab, ja. Haben wir noch einen Basie, sehr schön. Da kommt der Nächste. Was ist denn los mit dir, Junge? Entscheide dich mal. Die haben alle einen Baseballschläger? Das ist doch lächerlich. Du hast die erste Welle überstanden. Naja gut, die nächste wird wahrscheinlich nicht mehr so freundlich. Ah, die sind auf der Brücke, okay. Komme ich da irgendwie hoch? Mein Auto steht noch da. Nee, das ist zu hoch. Ich weiß nicht, wenn ich aus dem Gebiet raus bin, dann ist es wahrscheinlich vorbei. Deswegen, ich muss in der Markierung bleiben. So. Wen haben wir denn da? Was wollt ihr? Ha? Ich baller die einfach alle um. Liegen bleiben. Da hinten sind noch welche. Du hast die zweite Welle überstanden. Puh, ist ja nix. Das. Die Schutzweste brauche ich gar nicht. Mache ich dann zum Schluss, wenn ich Schutzweste brauche, hole ich mir die. Aber solange meine noch hält. Alter, was ist denn? So. That's all you got. Dieses Viertel gehört dir. Easy. Das war ja lächerlich. So. Hey. Die Grove Street Families kontrollieren jetzt dieses Gebiet. Auf dem Radar ist es grün markiert. Alles klar. Deine Gangmitglieder sind jetzt in diesem Gebiet zu finden. Sehr schön. So gefällt mir das. Und es regnet instant. Okay. Dein Gebiet wird ständig von feindlichen Gangs angegriffen werden. Du musst es verteidigen. Ja, da müssen wir auch ein Auge drauf haben, Freunde. Ständig gibt es überall irgendwo Ärger. Wenn ein Angriff stattfindet, wird das betreffende Gebiet rot aufblinken und auf dem Radar wird eine Markierung erscheinen. Sehr gut. Durch die Übernahme eines Gebiets gewinnst du Achtung und Geld. Das Geld erscheint beim Unterschlupf in der Grove Street. Nice, das ist ja cool. 10 Penny, set me up. Du hast die Ratte aufgestöbert. Erledige ihn. Ah, du hast also mit 10 Penny zu tun? Weg mit dir. So. Hier ist wieder Schutzweste. Wenn wir jetzt auf die Karte gucken, liebe Freunde, dann seht ihr, wie viel hier noch lila und gelb ist und wie wenig grün. Das heißt, da müssen wir noch richtig anpacken, Freunde. Da müssen wir noch richtig loslegen. Das kann ja wohl nicht hier sein. So, jetzt sind hier auch wieder überall die Pfützen. Das ist echt ziemlich geil. So, ich klaue mir mal eben das Bike hier. Weg mit dir, Junge. Und ab nach Hause. Ins Trockene. Da gibt's noch Leben, brauche ich nicht. Cool. Fuck. So. Dann war es dann auch mit dieser Folge GTA San Andreas. Boah, das sieht echt geil aus mit den Pfützen. Alter Verwalter. Wie cool ist das bitte einfach? Es gibt halt noch die Version von dem Renderer, dass... Boah, fuck, jetzt greifen die schon wieder an. Ich will mal kurz keinen Bandenkrieg heraufbeschwören, deswegen fahre ich jetzt mal schnell an den vorbei. So, Fett haben wir auch keins mehr. Es gibt noch eine Version von dem Renderer, da hast du die ganze Zeit Pfützen auf dem Boden. Das ist dann aber übertrieben. Ich finde es ganz cool, wenn es geregnet hat, die Pfützen. Das sieht schon cool genug aus. So, maximale Gesundheit erhöht. Sehr schön. Und hier können wir uns dann unsere Kohle abholen.
Ach, Freunde, da werden wir noch richtig dick ins Geschäft gehen. Da freue ich mich schon drauf. So, Haus der Johnsons. Ich gehe schnell speichern. Und dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, liebe Freunde, von Let's Play GTA San Andreas. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonnieren ist natürlich Pflicht, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.